Hey Dudes, was geht ab? Die Musik geht weg. Deswegen starten wir hier einfach mal eine neue Partie. Schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich mal hier richtig hinsetzen. Irgendwie sitze ich hier komisch und ja, jetzt aber. Jetzt sitze ich richtig. Es geht gegen... Oh, nee, hier, ihr seht es. Hässlich. Ich habe ein Loch im Hals. Ah, nein. So. Ich brauche hier irgendwie Schatten. Jetzt bin ich Darth Vader. Naja, egal. Egal, draufgeschissen. Irgendwie funktioniert das gerade nicht, weil das Licht anders reinkommt. Eben gerade lief es noch ganz gut. Da habe ich ein Loch. Ich habe da ein Loch. Naja, egal, was soll's. Ist halt nicht perfekt. Ich habe auch ein Loch in der Hand. Ja, wie auch immer. Wir wollen hier gegen Athletik spielen. Wigan Athletic. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir hier spielen. Und ich könnte zwischendurch einfach nochmal einfach was trinken. Während es hier so lädt, so ein bisschen. Ich hoffe nämlich, dass die Musik weggeht. Ja, ich glaube, das geht. So, da ist unsere Mannschaft. Yay. So, ich merke gerade, wenn ich so gucke. Doch nicht. Naja, egal. Es geht jetzt auf jeden Fall los. Wir sind Platz 2 mit 11 Spielen, 25 Punkte. 3 Punkte zu holen wäre natürlich jetzt hier super optimal. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da... Sehr schön. Lennon. Boah. Alter, hab sie. Hat er sehr schön rausgefangen, Adebayor. Kam da nicht ran. Uiuiui. Die machen es aber echt fertig. Und weil ich jetzt gerade was getrunken habe, merke ich es in meinem Bauch. Nein, du möchtest das nicht jetzt machen, Otaldo. Sehr schön. Oh. Ich habe richtig durchgedrückt. Aber er hat ihn sehr kurz gespielt. Sehr schön, Alaba ist ziemlich fertig. Oh, was für ein Rumpeltor! Das ging echt gar nicht, oder? Also... Ja. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Stimme. Die ist noch nicht fit. Die ist noch nicht so richtig gut. Da kam es raus. Oh. Oh. Was für ein unnötiger Fehlpass. Sehr gut. Da haben wir ihn wieder. Ja, da hat es mir in der Nase gejuckt und ich wollte ihn ganz woanders hinspielen. Ja, so, jetzt. Dumm aufpassen, habe ich von mir selbst verstanden. Da oben aufpassen, aufhören zu nuscheln. Die passen sehr, sehr flott hin und her, ne? Jo. Viel zu lange gewartet, bis Lennon oder so da in Position war. War das Lennon? Ja, die Nummer 7, Lennon. Oh. Aber ein schöner Schuss von Holpi, oder? Also das kann man ja wohl sagen. Den hat er sehr schön geschossen. Nur leider ein Tick. Ein
kleinen Tick daneben. So. Aufpassen. Komisch, dass Alaba vorhin da so erschöpft war. Ich bin gar nicht noch mit ihm gelaufen. Das war ein bisschen blöd. Weißt du, wenn du den einen Spieler abspielst, der da zurechtrennen soll, aber der dann erschöpft ist, dann bringt er einen da nicht so wirklich viel. Okay, das hätten wir gerettet. War alles geplant. Ey, lass mich los, du Arsch! Hallo! Was ist denn das für ein Foul? Der zieht ihn da mit, fässt ihn da an den Eiern irgendwie und reißt ihn da bis zur Eckfahne hin. Leute! Mann, diese behinderte Impact Engine. Oh, das wäre fast so ein Thomas Müller-Tor gewesen. Ah, schade. Thomas Müller hätte den natürlich gemacht. Hallo, hallo, hallo. Okay, ich wollte nur mal kurz nachprüfen, ob mein Mikrofon an ist. Ich hatte gerade schon ein bisschen Panik, dass wir hier Stummfilm haben. Alles kein Problem. Ey, Jungs! Der eigene Mann steht auch mit im Weg. Ja, genau, das geht. Oh! Kriegen wir hin? Jawohl! Jawohl! Ich bin tot. Nein, bin ich natürlich nicht. Ist es vielleicht ungewohnt für euch, dass ich rechts sitze? Sonst sitze ich immer links. Also beim KSV. Und was haltet ihr von dieser Facecam-Geschichte männlich-weiblich und so? Also eigentlich nur männlich. Dass ich das hier so mache. Findet ihr das cool? Denkt ihr, das ist ein total tolles Feature? Es muss sofort in jedem Video gemacht werden. Und da klingelt voll mein Handy, ey. Aber das hört natürlich keiner. Alaba kommt gar nicht hinterher. Da wusste er sich nicht anders zu wehren. Schade. Seht ihr? Ich kann SMS schreiben, ganz heimlich! Ohne dass was passiert. Defoe! Was war das für eine Aktion? Wieso ist er da so zu früh nach vorne gesprungen? Würde ich gerne wissen, weiß ich aber nicht so genau, woran das liegt. Oh nein. Ich bin durchtrennt. Ah. Ja, da waren unsere Rumpeltore. Ist auf jeden Fall cool, ne? 2:0. Mal entspannt hier ein bisschen zocken gegen den Computergegner. Der Dame hat es jetzt schon öfter gemacht.
Er hat an einem Samstag wurde er eingeladen von einem Kollegen und da war ich auch mit dabei. Und seitdem habe ich halt das auch mit meiner Kehlkopfentzündung so richtig. Da haben wir FIFA so eine Art Turnier gespielt. Und das war eigentlich eine coole Sache. Das war eigentlich ziemlich cool. Schade, ich wollte ja ganz da drüben hinspielen. Oh, auf die Latte geschossen. Mit links. Oh, der hat echt nur links. Der hat nur einen Linksfuß. Nichts anderes. Ja, also so hätte ich den auch nicht schießen können. Naja. Okay. Auf da. Wir versuchen mal eine ganz geschmeidige Stimme zu kriegen. Okay. Einwurf für den Gegner. Okay. Das erinnert mich immer an Dings. Wie heißen sie? Semper Video. Okay. Ja, kein Problem. Hier locker rausgespielt. 55. Minute. 56. Hey. 56 inzwischen, ja. Okay, da kommen wir. Statt sie weiterlaufen. Statt sie einfach weiterlaufen. Das ist einfach das Momentum. Das ist das Momentum. Das war auch das mega Schlagwort, als wir gespielt haben. Wir haben echt, ich glaube, 10, 15, 20, ja, eher so 20 oder mehr Spiele gespielt. Und in einem Spiel lief es richtig gut, im darauffolgenden dann plötzlich super schlecht. Und wir konnten es nicht erklären, warum. Wir haben nichts anders gemacht, nichts anders eingestellt. Also hauptsächlich bei mir war das große Problem, ich weiß auch nicht warum. Und meine Theorie war halt das Momentum und dann war nachher nur noch die Ansage, oh nein, er hat das Momentum und dann hat man doch einfach schlecht gespielt. Warum? Ich weiß es nicht. Aber das Momentum war schon gemein. Es war echt voll. Ja, es war scheiße. Ja, Spieler, aber ist alles Mist. So. Teammanagement. Kader. Lennon, du bist nicht so fit. Defoe, du auch nicht. Dafür kommt El Shaarawy rein. Dembele nicht. Dempsey. Lennon. Erstmal so. Rauf, 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 rauf. Aufpassen. Gut. Gut, gut, gut. Jawohl. Holtby. Ich versuche immer so zu sagen, dass andere merken, die hier reinkommen, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Jetzt ist es natürlich besonders blöde, weil ich ja mit der Kamera das zusammen mache. Das heißt, man merkt es auf jeden Fall, wenn jemand reinkommt und ich da am Durchdrehen bin. Naja, ist auch nicht so wild. So, ich hoffe, dass unsere Auswechslung nicht irgendwie was kontraproduktiv gemacht haben. Oder so. Keine Ahnung. Bin gerade irgendwie verwirrt. Weil hier gerade halt jemand reinkommen wollte. Der einfach reinkommt und so. Und dann schüttel ich meinen Kopf. Dann tut alles weh im Gehirn. Und ist alles weg. So, was machen die denn jetzt hier, die Gegner? Die spielen doch da so ein Mist. Oh, ich hasse das ja. Wisst ihr, wenn ich Prognosen aufnehme, ne? Und Computer gegen Computer spielt. Die immer stundenlang hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Immer wieder hinten rum und nochmal rechts. Und da läuft einer durch. Nein, lieber nochmal hinten rum. Bloß nicht den anspielen. Scheiße.
Bloß nicht irgendwie jemanden anspielen, der da irgendwie gut angespielt hätte werden können. Nein, vielleicht nochmal ganz hinten rum, nochmal zum Torwart zurück. So richtig, richtig, richtig ätzend. Also so... Ah. Das nervt mich immer und dann... muss ich das Video neu starten. Also dass das, wenn es wirklich zu langweiliges Gameplay ist, dann... Also, ihr habt es ja vielleicht schon mal gemerkt, ich habe manchmal nur, dass ich die Tore zeige, weil eigentlich nichts los ist im Spiel. Und das finde ich dann immer sehr ätzend bei diesen Prognosen. Ah, Livermore verliert da den Ball. Und am liebsten habe ich es halt, wenn es ein schönes, spannendes Spiel ist, mit ganz vielen Aktionen, die gut herausgespielt sind und nicht immer wieder, ah, ich merke gerade, ich laufe aufs Tor zu, ich könnte jetzt eigentlich schießen, nee, ich drehe lieber nochmal um. So, die Geschichte, da drehe ich komplett durch. Das mag ich auch gar nicht kommentieren dann. Und ja. Ich versuche mal schönes Gameplay zu haben. Na. Ah. War nicht so gut. Ah, damit habe ich nicht gerannt, dass er da in die Mitte spielt. So, rauf. Yo. Walker. Immer steht da einer zwischen, ne? Wenn man so lange braucht, dann schaffen sie es immer, einen Fuß dazwischen zu setzen. Das kriege ich nicht so wirklich hin, wenn ich da am Verteidigen bin. Ja. Also, bei dem Schuss, da hätten die auch schon, glaube ich, einen Fuß dazwischen gehabt. Und jetzt wird es dramatisch. Oh, oh, oh. Wunderbar. Super Kopfabwehr. Eieiei. Sehr gut. Bale. Vielleicht können wir auch nochmal Teammanagement gehen. Alaba. Weil Alaba sehr leer ist. Jo, da gibt es nochmal den Wechsel. Ne, hat nicht ganz geklappt. Obwohl Alabas Frisur... Habe ich auch nicht so ganz, ne? Obwohl, die finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ja, ja. Eigentlich, ne? Aber mehr könnt ihr dazu auf meinem Beauty-Kanal sehen, den ich jetzt aufmache. Ach, Pfosten weg. Nein, Aluminium. Schade, schade, Mann. Schade, Pomade. 2:1. Ist auch okay. 2:1 ist auch okay. Da unser Rumpeltor, also es war echt das beste Tor. Kolker, the best man. Also der Trauzeuge. Spurs gegen Athletic, jo. Mal weitermachen. Ah, hier ist gleich das nächste Spiel. West Ham, verunsichern wir einfach mal, ne? Wir sind mit 28 Punkten, jetzt Platz 2 weiterhin. 3 Punkte auf Chelsea. Nächste Partie steht an. Und da muss ich mal gucken, wie wir uns da aufstellen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssikowski, Freunde.